Ja, wenn ich jetzt einmal runterplumps, muss ich alles nochmal machen. Und es wird Nacht. Gut, dass die Zombonis und bösen Münzstiche ausgeschaltet sind. Solange das hier aber so einfache Sprünge bleiben, bin ich damit nicht zufrieden. Okay, um nicht ganz spielverderber zu sein. Auf die einen Block vorher, damit es nicht so aussieht, als würde ich mich hier durchcheaten. Was ich auch gar nicht tue. Nicht. Also. Also irgendwie haben sie es heute mit mir. Da sieht man auch, dass dass Übung den Meister macht und es sich schon zeigt, dass ich lange Zeit nichts gemacht habe, also in Sachen Übung. Das sind vielleicht Kollegen wie Monsieur Shuffle LP oder wer auch immer ein bisschen besser dran, die das regelmäßig machen und nicht so peinlich wie ich hier sich durchhumpeln müssen. Also ist schon doll, da habe ich Hochachtung vor den Herren der Schöpfung. Und werfe das Handtuch. Aber nicht jetzt. Denn wir haben, was haben wir eigentlich, was war eigentlich noch Ziel der Map? Das habe ich schon wieder vergessen, es tut mir leid. Das war irgendwas mit Creeper, ne? Die wollten uns an den Kragen und durch ein Update wurden die dann alle böser und haben ihre Herren dann gemäuschelt und das Übliche halt. Ich hoffe mal, mit der Musik ist das jetzt nicht zu laut. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, als ich mir nach einem halben Jahr mal wieder die alten Minecraft-Folgen angesehen habe, dass für meinen Geschmack die Musik ein bisschen zu laut war, ein Ticken. Also in der ersten Folge natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, da wusste ich sowieso noch nicht, wie ich das Ganze machen soll. Das entwickelt sich natürlich auch. Und das mit dem Springen entwickelt sich, finde ich, auch ganz gut. Dann nicht auf. Okay, den Umweg. Aber an dieser Stelle ist das schon ein bisschen gemein. Man müsste das alles nochmal durchhüpfen. Aber ich denke, für die eingefleischten Hardcore-Gamer wird das hier auch nicht so das Problem sein. Während ich dann ein bisschen zu viel Angst habe und dann das lieber langsam probiere. Übrigens sieht das sehr schön aus mit diesen durchgezogenen Texturen. Ja. Wobei es manchmal auch ein bisschen schöner, also manchmal will man das ja auch haben, dass das Blöcke sind und nicht unbedingt so durchgehende Scheiben. Zum Beispiel, wenn diese Striche hier nicht wären, dann würde man manchmal gar nicht sehen, ob das überhaupt eine Scheibe ist oder ob das nicht doch einfach leer ist. So, Checkpoint, zack und. Achso, Leiter hoch, hallo? Ach, ist das schön gemacht. Das lässt das einen Block runter und man kann hier durch. Ohne was kaputt machen zu müssen. So, Frage der Fragen. Achso, waren wir da oben? Da oben ging es, glaube ich, noch weiter. Jetzt haben wir nur den Checkpoint aktiviert. Da kann man rauf, da sollen wir, glaube ich, nicht drauf. Vielleicht auch doch. Ach ja, Mensch. Ha, da sind wir wieder. Ha, witzig. Manchmal bin ich so ein Scherzkeks. Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Nur den. Den ist jetzt ja kein Problem. Ach, ist das schön. Wen haben wir denn da? Grim Fandango. So, was haben wir hier? Als hätte ich das nicht geahnt. Dass solche Gemeinheiten ja kommen müssen. Oh, das ist aber echt ganz schön fix, du. Nee, das war's auch nicht. Ich sollte mich dann schon nicht von ihm runterschieben lassen. Aha, yippie. Damit kann man ganz schöne Gemeinheiten machen. Da kann man es wirklich auf die Millisekunde abstimmen, dass ich dann noch der Letzte daran probieren muss. Und zwar bis er schwarz wird oder eben auch tot, wie im Fall von
Wie hieß er noch? Money, ne? Money. Das ist übrigens auch so ein Kandidat von Spielen, was wahnsinnig toll ist, aber leider mit heutigen Rechnern kaum noch spielbar ist. Zumindest gibt es da noch keinen, oder seit ich das, als ich das mal gespielt habe, gab es keinen richtigen Patch dafür, um das sauber, flüssig und ohne Abstürze alle 5 Sekunden spielen zu können. So, wo geht es denn lang? Da? Nee, oder? Ich glaube, wir sollen dann hier irgendwo rüber. Und dann da unten rein. So ist, glaube ich, der Plan. Ach Mensch, ha, den hatte ich gerade übersehen. Den kleinen Brunnen hatte ich dann doch eher als Brunnen abgestempelt und nicht als Möglichkeit, hier weiterzukommen. Ja. Ich lerne ja auch dazu. Okay, was ist hier jetzt los? Können wir da vielleicht rein? Ich glaube, auf Schilder kann man ja immer noch nicht rauf, ne? Oder doch? Werden wir rausfinden. Okay, man kann auch runterfallen. Das ist ja auch immer sehr angenehm. Gut, also wir brauchen nicht auf Schilder rauf, sondern können das einfach easy cheesy so durchhüpfen, wenn wir dann nicht uns runterwerfen lassen würden. Also ich mich. Das mit den Strömungen ist ja in Minecraft auch echt so eine Wissenschaft für sich. Ich wollte gerade schon mutmaßen, ob das nicht vielleicht doch ein Glasblock ist. So, und schwuppdiwupp und drin sind wir in dem schicken Block. Vielleicht mal Luft holen zwischendurch. Eieiei, wo geht's jetzt weiter? Da, rauf. Oh, da. Ja, manchmal habe ich dir die Lösung vor Augen und die Ausführung hapert dann noch so ein kleines bisschen. Genau, aber noch ein bisschen. Das ist ein bisschen fies, denn die Trägheit wird dann natürlich noch ein bisschen weiter geschubst, bevor dann gänzlich zum Stehen kommt. Also soll heißen, wenn ich hier nicht entgegensteuere, werden wir einfach durchs Wasser durchgetrieben und dürfen dann nochmal hochpaddeln. So. Mit dem Kopf unter der Decke nicht ertrinken, das ist immer so unangenehm. Aha. So, die Schilder sind auch einfach nur zur Befestigung der Wasserblöcke. Das mit den Quellblöcken ist auch echt so eine super Sache in Minecraft. Total realistisch. Da können sich andere Spieler echt einen abgucken. Zum Beispiel, dass man Wasser auch so doll verdoppeln und ver-35-fachen kann. Wie es ja total unmöglich eigentlich ist, aber nicht für Minecraft. Da herrschen andere Gesetze. Nicht so Energieerhaltung und so ein Kinderkram, das kannst du echt vergessen. Wer will denn heute schon Energieerhaltung haben? Also, pff. Tja, nee, nee. Eieieiei. Da, ach, Also, das nächste Mal werde ich auch auf diesen Block oder aufs Wasser raufgehen. Zum Beispiel jetzt, denn sonst wäre das ein bisschen unfair. Finde ich so. Finde ich so. Mensch, also, das sind echt gute Sachen bei. Die aber für Normalo wie mich gerade etwas heftig sind. Oder vielleicht einfach nur einfach springen, dass das, glaube ich, klappt mehr eher, oder? Klappt mehr und eher. Ah, ach, ich, Kann man sich darauf nicht festhalten? Doch, doch, das geht auch, aber die sind eben so klein. Da ist das schon gar nicht mal so einfach. Ja. Nicht nach unten gucken. Wir fallen nur 15 Meter tief oder so. Ja. Wofür ist jetzt überhaupt dieser Block da? Dass ich nochmal sehen kann, wie doof ich war. Und mich habe runterwerfen lassen, das würde mir ja nicht passieren. Also, als jemand, der jeden Tag Minecraft rund um die Uhr spielt. Okay, aber Treppen sind da ja schon möglich. Okay, Ecke. Zu lahm. Der haut rein, okay. Gut. Es ist auch besser, hier entgegenzuhalten. Und dieses Bild ist auch gar nicht mal so verkehrt. Man könnte das zum Beispiel sehen als
Aufhängepunkt da oben und dann ist eine Waage oder ein Baum oder was auch immer. Auf jeden Fall was, was austariert werden muss. Und das ist... Ach, was ist denn das? Das ist ja echt übel. Ich glaube, wir sollten auch eher auf die Kante da vorne rauf springen, als ganz hinten rauf. Oh, was gibt's eigentlich da drin, ne? Oder kamen wir hierher? Ach nee, wir kamen hierher, das ist ja ein Traum. Okay, bevor ich jetzt Hauer kriege, nee, wir haben das ja schon alles geschafft. Ja. Wenn auch mehr so in Etappen. Okay, Planung ist jetzt da, vorne rauf zu springen. Ich glaube, ich muss die noch nicht fertige Videobeschreibung sowieso noch anpassen. Dass man da reinkommt, Achtung, falls jemand Angst vor Rumfällen und einen geringfügigen Hilfestellung hat, der solle dann lieber bei den Kollegen gucken. Vielleicht sollte ich auch noch verlinken. Aha, so ist das gut. Also auf der Kante ist gut, sonst werden wir, glaube ich, runtergeworfen von diesem Block, weil das ja immerhin einen halben Meter tiefer ist. So, das hat auch super geklappt. Und der letzte im Bunde, der haut mich jetzt wahrscheinlich wieder runter. Genau. So, wieder in der Ecke anfangen. Das hatten wir heute noch gar nicht. Das war klar. Louis fängt an und es geht hier wieder drunter und drüber. Das ist so regelmäßig, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Der ist so magisch, der Junge. So, haha. Ich glaube, das ist der Old Man Blues, oder wie auch immer der heißt. Tralalalala. Ach, Checkpoint unten, genau. Wollen wir natürlich mitnehmen, während er hier von... Weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen Text dazu? Ist mir vollkommen egal, ich bin ja sowieso mehr der... Blechbläser. Ach, meine Lieblinge, die Treppen. Gut, dass man auf den auch springen und runterfallen kann gleichzeitig. Das erspart einem doch dann das Gesuche nach Möglichkeiten, sich wirkungsvoller umzubringen. Und wenn wir hier nicht auf friedlich spielen würden, ginge das ja noch viel öfter. Ach, wäre das schön. Da könnten wir eine ganze Folge damit verbringen. Wie bringe ich mich in dieser Folge um die Ecke? Und zwar selber. So, hoho. Ist auf gleicher Höhe drei, nee, zwei Blöcke entfernt. Und ich komme einfach nicht da oben rauf. Vielleicht müssen wir auch an die Leiter ranspringen von der Seite und nicht oben rauf. Wer weiß, das, vielleicht noch eine Runde weiter nach links, so hier hin vielleicht. Und dann laufen und springen. Hatte ich nicht gesagt, springen. Wie lange wir jetzt schon an diesem einen Raum hier rumgurken, das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich wurde die Map auch für 15 Minuten ausgelegt. Ich springe jetzt geringfügig den Rahmen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das ist mir jetzt rätselhaft. Aber nicht unbedingt schlimm. So. Ist das da unten auch ein Checkpoint oder ist das mehr so zu Dekorationszwecken? Ich glaube eher letzteres, denn das hat ja überhaupt gar keinen Nutzen für uns. Okay, Leiter, 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 hey, hey, und Leiter und nicht runterfallen. Ich versuche das mal mit richtig heftig Anlauf und dann springen und nicht. Okay, mit ein bisschen weniger heftig Anlauf. Tra, la, 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 la. No. Das hatten wir noch gar nicht, dass ich früher abgebogen bin. Zuletzt weiß ich davon in Pflanzen gegen Zombies, genau, da war was. Das ist auch so ein Spiel, da kann man eigentlich nur mitwanken und Spaß haben. Hallo, wie soll das denn gehen? Hey, Sie, erklären Sie mal. Ich glaube, ich hätte mir den Menschen gleich mal krallen sollen, als er mir gesagt hatte, ich könne die Map gerne mal spielen. Hätte ich mir gleich krallen sollen, hätte er mir im Multiplayer dann sagen oder zeigen sollen, wie das überall hier gehen soll, wie er sich das vorstellt. Ach, das ist ja ein Traum. Hallo.
Mr. Chunk Jump, so kommen Sie doch mal her. Wenn er dieses Video jetzt sieht, ne, du da, genau, dann will ich dir gesagt haben, das ist zum Teil ganz schön gemein und ich gehe auf eine 4-Jahres-Mission und dann warte ich nicht wieder gesehen. Das ist echt nicht schön, grad. Okay, das war auch nicht so erfolgreich, da stehe ich dann doch lieber oben auf den Leitern, ich stehe dann lieber über den Dingen. So, rote Rose in der Hand, dann kann eigentlich nichts schief gehen gerade.